Yo, servus Leute. Mal dieses YouTube-Leben, du redest mit Kamera, mit 100.000 Menschen und die Leute drängen, du redest mit dir selber, Mann. Auf jeden Fall, Leute, live aus dem Crackmobil. Ihr seht hier schon ein paar FIFA-Controller. Und zwar, Leute, ich habe ein neues Format. Ihr seht es schon in der Überschrift, gegen wen es heute geht. Auf jeden Fall fahre ich jetzt nach Essen. Besser gesagt, ich fahre erst nach Dortmund, hole einen Kollegen von mir ab und dann fahren wir nach Essen zu Sinan G und zocken FIFA. Digga, geiles Intro, ne? Auf jeden Fall werde ich das jetzt öfter machen. In irgendeine Stadt, wo irgendein Rapper ist. Gegen den werde ich FIFA spielen. Und wenn ich verliere, muss ich 10 Alben kaufen oder... Kühlmittel prüfen, Mama. Was für Kühlmittel, Digga? Okay, mach kein Auge, Digga. Ich gehe jetzt direkt zur Tankstelle. Immer minus dieses Tanken. Ja, nur nebenbei diese Arena. Verlassen und danach schauen. Das ist die Paderborn Arena. Nur nebenbei. Auf jeden Fall, Leute, nebenbei noch Controller aufladen. Kollege kommt jetzt, der das Treffen eigentlich klar gemacht hat mit Sinan G. Vielleicht holen wir noch Can ab und danach fahren wir nach Essen. Sinan G hardcore korrekt, ne? Ja, wie, ja, ich hatte eine Frage an ihn so, ne? Die hat er mir beantwortet. Ja, und er meinte direkt, er kennt dich. Ja, und dann auf Videos, ganz schön. Dann hat er einen Humor und dann hat sich das Gespräch halt entwickelt, Bruder. Richtig einfach korrekt, voll korrekt. Und, ja, ich schwöre, Sinan G, dafür Props, Digga, einer der bodenständigsten Rapper da draußen. Auf jeden Fall, ja. Can ist da. Ist da. Junge, mach doch auf, Digga! Junge, ich werd nass, Mann! Haare und so, Bruder. Wo ist Dings? Ja, hier, ich hab aufgemacht. Junge, Mann, hör doch auf, Digga! Hör doch auf, ja. Junge, Mann! Ja, du bist doch lustig. Alter, richtig Leben gerettet, Digga. Hier, Bruder. Er hat richtig Leben gerettet, Digga. Ich bin gespannt, Alter, wie es dann so in echt aussieht. Ob ihr glaubt oder nicht, Digga, ich hab das Gefühl, wir werden hier gleich Dings überfallen, irgendwas, Digga. Ist das Sackgasse, Mann, man kann nicht mehr abhauen, wenn wir gefickt werden hier. Jetzt Sinan abgeholt, wir fahren jetzt zu seinem Kollegen zur Shisha-Bar. Bruder, lass mich Cam halten, fahr Auto. Bruder. Tu mir den Gefallen, konzentrier dich auf die Straße. Jawohl, Alter. Weißt du, was ich vorhab heute mit dir? Hat er dir ein bisschen erzählt? Mit dieser FIFA-Sache? Lass mich in Ruhe. Ich kann ja kein FIFA spielen. Kannst du FIFA? Bisschen, Bruder. Aber du weißt einfach, wie man schießt wenigstens, ne? X drücken. Nein, Kreise schießen. Ach, Kreis, ja, ich meine Kreis. Auf jeden Fall, Bruder, ich hab's so vor. Überall in jede Stadt, wo ein Rapper ist, also sagen wir, du bist jetzt Essen, ne? Der andere Rapper ist da. Und ich hab vor, gegen Rapper da in die Stadt zu fahren und FIFA zu spielen. Wenn ich verliere, muss ich 10 Alben kaufen. 10? Ja. Ah, ja. Wenn du gewinnst, gut. Bring mir mal schnell einen dabei. wenn ich dann gewinne, ne, musst du mir einen Rapper klar machen als nächsten Gegner. Ja. Du fährst auf zwei Spuren, ich brauche eine Kohle. Hochzeit. So, Leute, alles aufgebaut. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an zu FIFA. Ich will ja nicht so ein ehrenloser Bastard sein und jetzt direkt Real Madrid gegen Barca spielen, sondern dann nehme ich einfach eine schlechte Mannschaft. Bruder. Es ist doch scheißegal, was für eine Mannschaft du nimmst. Du kannst das eh besser als ich. Ja, weißt du was, nimm du die All-Stars und er soll irgendeine indische Mannschaft nehmen. Du kannst dir eins aussuchen, komm. Du suchst dir eins von beiden aus. Ich nehme Fenne, dafür 5-0 Handicap. Oder ich nehme eine halbe Sternmannschaft, dafür kein Handicap. Das Ding ist, ich schaff eh kein Tor mit diesen Bastarden. Mach einfach, ist mir egal, scheiß drauf. Wie wollen wir machen? Ist mir egal, mach. Ich nehme Hurensohn-Mannschaft, dafür kein Handicap oder was? Ja. Oder ich nehme Fenner, dafür 5. Okay, nimm Hurensohn-Mannschaft. Aber ich kann auch Fenner nehmen, dann kannst du 5. Nimm Hurensohn, mir reicht jetzt. Soll ich jetzt Indien nehmen? Nehm Sri Lanka, was weiß ich, was gibt. Was gibt's denn an Hurensohn-Mannschaften? Also nochmal für die Leute, wir sind nicht gegen Indien oder so, ja? Nee, nein, nicht auf, null. Nur dass irgendwelche Inder sich melden, ihr seid voll Rassisten oder so. Scheiße. Auf jeden Fall danke an die Besitzer dieser Shisha-Bar, dass wir hier drehen dürfen. Ich verlinke euch das. Ganz oben ist welcher Link in der Videobeschreibung? Lass mich überlegen. Mein Album? Ja. Was ein Zufall, dass er weiß. Ich lasse dich jetzt trotzdem nicht gewinnen, Digga. Kein Problem, wer ist denn bald? Ich fand dies? Ich bin weiß. Du bist weiß? Ja. Die Inder sind doch braun, Digga. Nein, Haram jetzt. die Witze werden so langsam behindert. Wie läuft man schneller? Mit A2. Ey, warum läuft nicht gegen dir, Hund? Wo ist Benzema? Wo ist der? Guck mal, der schießt einfach von 50 Metern. Du sagst, Sri Lankaner können nicht spielen. Was bist du jetzt für ein Landsmann, Digga? So 100%. Oder ich bin Nationalität Mensch.
Ich besitze den Globuspass jetzt lebe unter Gottes Himmel. Denn Länder schaffen Grenzen und ich möchte mich anderen Menschen nicht... So! Ja, Wallakul! Hast du verstanden, Alter? Wallakul, Alter! Nein, sag hast du gesehen, Alter? Bro, wo ist doch dein Bruder? Ist er jetzt dein Bruder oder nicht? Nein, Bro, ich weiß nicht, Bruder. Sag doch einmal, Junge! Argo ist mein Bruder! Alles mein Bruder! Sag mal, ist er jetzt... Bruder, hör mal zu, ich sag dir was Wissenschaftliches, ja? 1-0. Hör zu, Bruder. Achte, Bruder, Herz. Im 9. Grad ist sowieso jeder Mensch mit jedem verwandt. Ja, ne, Bruder oder nicht, Bruder, spielt keine Rolle. Wir sind alle eine Spezies, Menschheit. Ja, ne, lass mal diese Verwandtheitsfragen. Ey, Wallakoi! Einzelmann! Was ist das? Das könnte alles sein, aber jetzt, ey. Jetzt mal ehrlich, Digga, weil ich hab gesehen, Wuss macht so ein Video, so sind türkische Familien oder so, Unterschiede. Ja. Aber wenn er Iraner ist, wie geht das dann? So, ist ja, das ist mysteriös, Bruder. Marc, einer kann nicht über türkische Leute Videos machen, geht gar nicht. Nein, ist der Türke oder? Nein, das ist unglaublich, Digga. Guck mal, ich bin ja Iraner und rede Deutsch, das ist unfassbar. Hab dich gefickt, Digga. Nein, wirklich, Bruder, jetzt. Hab dich gefickt, Digga. Ey, geh mal entgegen, Alter, mal nach Köln. Ey, ich kann richtig gute Promos jetzt machen. Leute, wenn ihr die ehrlichen Fragen hören wollt, kauft sein Album. Er hat da einen Skit gemacht, da beantwortet er alle Fragen ehrlich. Ich dachte früher immer, du bist Türke. Ja, Bruder, ich war auch in Istanbul mal vor kurzem. Sag, Wallah, deine Spieler sind auf Steroide, keine Ahnung. Die gehen mit Zweikampf rein wie irgendwelche Wrestler, Alter. Weil meine Spieler machen gar nichts. Ey, indische Power, Digga. Einfach, okay, Distanzschuss, Hyuga. Ernst? Wallah, Hyuga, wer weiß, dein indischer Torwart hat vielleicht keine Ahnung. Guck mal, schieß direkt, Jungs. Schieß. Jalla, Abu Sainik. Digga, ich schieß schon überall drauf, das ist auch gut Glück einfach. Das ist so wie ein Rapper bringt jeden Tag einfach Album, irgendwann muss eins gehen. Einer muss schaden. Musst du jetzt eigentlich safe in den Knast, oder? Ich geh in den Safe rein, ja. Weißt du wann, oder? Nee, ich warte auf Stellungbefehl, Bruder. Bei Gerichtsverhandlungen läuft das so, entweder gehst du in sofortigen Vollzug oder die sagen, okay, es besteht keine Fluchtgefahr, du kannst nach Hause gehen, bis das Urteil rechtskräftig ist. Oh mein Gott, was war das für ein Durchschnitt? Ich mach gar nicht. Walla, was? Ey, mach Bulli von Torjubel. Junge, wie geht das, Digga? Ey, indische Schwanz einfach, Digga. Was ist da los, Digga? Was ist da los, aber, Alter? Ey, was ist das für ein Tor, Bruder? Guck mal. Du hast ihn angeschnibbelt, wa? Auch noch fast, Bruder. Oder was spielt denn? Ich hab, wenn ich auf X drücke, Alter. Oh mein Gott, dieses Spiel macht mich aggressiv, deswegen spiel ich das einfach nicht. Ich spiel lieber meine neue App, die ich hab. Leute im App Store, Free Synergy App, einfach runterladen, vor Belash. Was, wirklich? Jawollah. Komm, kann man aus dem Knast abbauen, so Prisonbreak-mäßig wieder? So ähnlich, bis auf Flucht von den Bullen, musst du die lilanen Scheine einsammeln. Bruchspringen und lilanen Scheine einsammeln? Ja, wallah, wallah. Aber kein Scheiß. Ich schwör bei Gott. Oder ich weiß nicht, ob ich bei mir jetzt ernst nehme oder nicht, Digga. Wallah, ich hab, Bruder, ich sag dir wallah fünfmal, sag ich wallah. Ja, Bruder, diese wallah bei Ausländern kann man nicht mehr ernst nehmen. Ja, Bruder, wenn einer wallah sagt und lügst, dein Hurensohn, Bruder, du kannst dich auf Allah schwören lügen. Dann kenne ich sehr viele Hurensohne. Ja, siehst du? Warum hat mein Torwart Nummer 14 dann, ja? Junge, das bist doch niemals du, Digga. Wer ist das denn, mein Onkel? Leute, er hat mein Geld ein. Ich schwör auf alles. Er hat einfach eine App, ne? Ey, du wurdest vom Bullen gefickt. Ja, deswegen. Du musst Geld sammeln, Jani. Er muss einfach die. Ey, einfach. Kann man Box nur online bestellen oder gibt's die auch ja, noch? Die Box, die Box ist jetzt ganz selten. Die gibt's jetzt schon gar nicht mehr. Die ist schon ausverkauft, die Box. Digga, weißt du, was ich nicht verstehe bei den Rappern, wenn die Box machen? Da kommt auch immer T-Shirt rein, ne? Ja. Weißt du, was ich hasse? Was für? Diese T-Shirt ist immer Größe L, Digga. Oder ja, XL, ist oder? Ja, L ist Standardgröße. Ja, aber Bruder, wieso macht man nicht so, dass irgendein Gutschein? Ja, du gehst in die Internetseite und bestellst deine eigene Größe, Digga. Aber Bruder, alles hat Regeln, alles hat Gesetze, alles ist auch mit Kosten verbunden. Das ist nicht gerade billig, eine Box zu machen. Ja. Da kannst du nicht jeden Wunsch erfüllen von jeder Kleinigkeit, so, weißt du so? Ja. Du weißt ja, wenn du verlierst, der nächste Rapper, ne? Wen hast du dir schon jemanden ausgesucht, oder? Ja. Aber nicht so, ich hab gesagt, er hat aber nein gesagt, sondern du musst schon, kennst du? Ja, natürlich kann ich einen sagen, und wenn er dann nicht machen will, dann will er nicht machen, Bruder. Ja, aber falls notwendig, dann mache ich nochmal. Wenn nicht, ich will nicht. Er wartet, bis sein nächstes Album kommt, damit. Wenn ich aus dem Knast komme, nächstes Album direkt bei It's Mehr, direkt spielen. Da ist bestimmt FIFA 18 raus. Spielt bestimmt Menderes schon im Sturm für Deutschland. Auf jeden Fall, ja, ich habe einen im Kopf. Ein Rapper, ich will ihn jetzt noch nicht, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt schon nennen soll. Nein, nenn nicht, die Leute sollen ein bisschen so, Spaß und so spannend und einen auf den haben. Ja, die kommentiert, wen ihr glaubt. Nein. Keine Ahnung. Oder jedes Mal, wenn du jetzt ein Inder begegnest, du musst an mich denken, Alter. Ich schwör dir, Alter. Und wenn du ein Tor machst, dann hast du rüber und dran. Ja, was ist hier los dann? Ja, Bruder, ich spiel warum sagt ihr mir das kurz vor Ende? Auf jeden Fall, Leute, erste Folge FIFA King. Du musst mir jetzt einen Rapper klären, Digga. Er hat mit faule Tricks gewonnen. Glaubt diesen Jungen nicht. Der hat gesagt, er nimmt Indien, die waren alle auf Steroide. Alles ist verlinkt, kauft euch auf jeden Fall für Synergy. Würde ich mich sehr freuen. Hey, ist das super Qualität, ist alles made in Germany, Alter. Und Lava? Klar. Ja, Deutschland ist bekannt dafür für Waffenexporte, Digga. Das war's aus Shisha-Bar, gleich sehen wir uns dann. Ne?
Ich fahre jetzt Sinan wieder nach Hause. Bruder, wo lang muss ich? Fahr, wenn der Fahrlehrer nicht sagt, immer geradeaus. Okay. Kennst du doch von der Fahrschule. Ich kenn mich. Weißt du, wie lange du reinkommst? 2 Jahre. Genau, 2 Jahre? Ja, 2 Jahre ist die Strafe, aber denk mal so. Ach so, kann man noch 4 Jahre rauskommen, ne? Gute Führung. Ja, 2/3 nennt man das. Kann man vielleicht gute Führung rauskommen. Wer weiß, 1,5 Jahre, 1 Jahr, wer weiß schon. Egal, Bruder, wir gehen rein, wir kommen raus. Was wollen wir? Hat sich gelohnt? Nein, du weißt du, warum? Schnee, Bruder. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich hab dir nichts gemacht, Bruder. Ja, der kommt unnötig rein. Hart unnötig. Das ist einfach, Bruder, wenn die einen wollen, die kriegen einen so auf den. Ja, ja. Ich hab Boah, Kumpel nicht verpfiffen und so ist das. Okay, scheiße, so. Hat sich damals gelohnt? Ja, damals war andere Sachen, Bruder. Damals war Geld, Business, Bruder. Bruder, es lohnt sich nichts, wenn deine Mutter weint, verstehst du? Fahr hier links rein. Kein Geld der Welt kann die Tränen deiner Mutter zurückholen. Ja, Bruder, perfekte Worte zum Ende. Eine Tür schließt sich und die andere geht auf. Amen, perfekte Koi. Worte. Gib mir ein Amen, Koi drauf. Amen, Koi. Ey, das ist das mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, macht einfach. Ein scheiß neuer Bett, Alter. Was sollen die machen? Gangzeichen. Gar nichts, Leute. Jetzt mal ehrlich, hat euch diese FIFA-Gangs gefallen? Als nächstes, gespannt, Bruder. Soll du ich dir schon sagen, oder? Nein, du gibst mir eine Nachricht, ob das überhaupt klappt. Gib mir erst eine Nachricht, wenn das klappt. Nein, sag nicht, ich will auch gespannt werden, Digga. Aber ich hab schon einen als nächstes. Seht ihr, einen aus Berlin. Album alles verlinkt, Shisha Bar, wo wir waren, auch verlinkt. War echt gute Shisha. Wenn ihr da hingeht, sagt einfach die Shisha, die ihr für Merz gemacht habt. Kann ich nur empfehlen. Ansonsten, ciao. Wie war der Tag? Bombe, ja. Was sagst du, ist die Staffel gut so? Konzept alles? Meinst du, kommt an? Ich finde auf jeden Fall Killer, ja. Auf jeden Fall ist ein Anfang. Ich würde es mir auf jeden Fall reinziehen. Wenn der Anfang scheiße war, Leute, schreibt in die Kommentare, was scheiße war, was soll ich besser machen. Habt ihr Ideen? Ja. Das ist auf jeden Fall nichts nachgemachtes. Nix, pure ja, Dings. Einfach. Nochmal Mazer, Grüße an dich. Er hat mir diese Idee gegeben. Ich hab's jetzt gemacht nach einem Jahr. In 2-3 Wochen kommt die nächste Folge. Ich sag jetzt wirklich.